ihr echt so einfach zu beeindrucken? Ist es tatsächlich so leicht? Wir sind Asla von Emma der Lorbeerstorch aus Heidelberg. Wir machen Musik. Du Arsch. Schweinegrippe, Ebola, Hexasoffen, MKS und BSC, Multiresistenzer, kein Antibiotika im Fleisch und die Fritten krebserregen, Krankheit, Viren, Pandemien, gibt's auch bald in deiner Gegend, hol die Schutzanzüge raus, morgen kann es jeder sein, wo zur Hölle gibt's den Impfstoff, alle schreien nach Arznei. Seid ihr echt so einfach zu beeindrucken? Ist es tatsächlich so leicht? Seid ihr echt so einfach zu beeindrucken? Ich hätte nie gedacht, dass das schon reicht. Oh, ich hätte nie gedacht, dass das schon reicht. Smartphone, neue App, Rabatte, Sales und Shoppingmeile. Update, 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 zwei Teile zum Preis von einem. Nur solange der Vorrat reicht, einen Monat nur zum Testen. Exklusiv hier nur bei uns, das wirklich allerbeste. Komm, wir gehen auf Schnäppchenjagd. Morgen wird es teurer sein. Wo zur Hölle ist die Kasse? Heute zahlt man steuerfrei. Seid ihr echt so einfach zu beeindrucken? Ist es tatsächlich so leicht? Seid ihr echt so einfach zu beeindrucken? Ich hätte nie gedacht, dass das schon reicht. Oh, ich hätte nie gedacht, dass das schon reicht. Der Gesellschaft und auch herrlich aufgebracht. Jeden Montag mitgelaufen, aber halt nicht mitgedacht. Antwort auf diffuse Ängste und das Feindbild leicht gemacht. An KenFM und Netzplanet, junge Freiheit, Kopfverlag. Linksgrüne Faschisten und böse Antifanten und fähige Politiker und all die Immigranten. Seid ihr echt so einfach zu beeindrucken? Ist es tatsächlich so leicht? Seid ihr echt so einfach zu beeindrucken? Ich hätte nie gedacht, dass das schon reicht. Oh, ich hätte nie gedacht, dass das schon reicht. Oh. Ich hätte nie gedacht, dass das schon reicht. Wir müssen schnell machen, damit wir noch ein zweites Spiel kommen. Kauft unser Album, es ist gut. Und jetzt Klischees.
Es gibt Menschen, die dich abstempeln aufgrund deiner Frisur. Der Großteil ist intolerant, die meisten eher stur. Es gibt Menschen, die dich abstempeln aufgrund deiner Klamotten. Und meistens bleiben sie auf ihren Vorurteilen hocken. Es gibt Menschen, die behaupten, sie haben die Welt verstanden. Und wundern sich auch noch, wenn sie auf der Fresse landen. Es gibt Menschen, die behaupten, zu wissen, was ich meine. Es gibt Menschen, die behaupten, intelligent zu sein. Und immer wenn ich diese ganzen Vollidioten sehe, mach ich, was ich am liebsten tu. Ich spiele mit Klischees. Ich trag den Irokesen auf dem Kopf wie ein Plakat, auf dem steht, ich bin ein Punk und ich scheiß drauf, was du sagst. Ich trag zerfetzte Hosen, als ob ich das nötig hätte. Der gibt dein Geld ja nur für Bier aus, diese dumme Zecke. Ich lächle den Typen an und sag ihm, sie haben recht. So hab ich mich auf meine Art an dem Idiot gerecht. Ich hör den Leuten zu und nicke einfach stumm. Wenn du so richtig und klug scheißt, geb ich mich eher dumm. Denn immer wenn ich diese ganzen Vollidioten sehe, mach ich, was ich am liebsten tu. Ich spiele mit Klischees. Menschen, die behaupten, mich tatsächlich zu kennen. Es gibt Menschen, die sind sicher, ich würde auf der Bühne pennen. Mir ist das alles scheißegal, ich nehme das einfach hin. Die meisten wissen nämlich überhaupt nicht, wer ich bin. Ja, manchmal macht's mich traurig, manchmal macht's mich... Das waren halb Tabak, halb Bier, Astra, Pandelle und der Lord der Storch. Seid ihr echt so einfach zu beeindrucken? Ich hätte nie gedacht, dass das schon reicht. Oh, ich hätte nie gedacht, dass das schon reicht. Smartphone, neue App, Rabatte, Sales und Shopping-Meile. Update, 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 zwei Teile zum Preis von einem. Nur solange wir